Hallihallo, du lieber Zwilling, und herzlich willkommen hier bei mir bei deinem Juni-Sternzeichen-Reading. Bevor es aber jetzt losgeht mit diesem wirklich spannenden und sehr aufschlussreichen Reading, wo wir gleich sehen werden, was da alles los ist, was da an Energien für dich umgeschachtelt werden will, was da für dich kommen will, was da auch an Liebe und Synergie drinnen liegt. Gleich vorweg, ich freue mich mega, wenn du meinen Kanal unterstützt, mir meine Videos likest, sie teilst, meinen Kanal abonnierst und mir natürlich kommentierst, wo du so stehst, was dich so antreibt, was so deine Geschichten sind, weil du da natürlich auch meine Neugierde damit befriedigst und weil ich dich natürlich auch kennenlernen will. Also ich freue mich sehr, schön, dass du hier bist, und jetzt starten wir. Diese Juni-Energie ist tatsächlich... Naja, ich würde nicht sagen schwer, aber es ist doch ein bisschen eine Schwere drinnen. Also ich merke einfach im Kollektiv, das betrifft jetzt nicht nur dich als Zwilling, sondern generell im Kollektiv, dass noch einmal so alte Themen mal wieder oder mal immer öfter in letzter Zeit hochgespült werden. Und dich betrifft es aber hier auch ganz, ganz stark, weil es um eine klare Entscheidung von dir geht. Und hier haben wir dieses, du bist in einem Drama gefangen, befreie dich, bewege dich, verändere dich und erblühe ganz neu. Und wir sehen hier drinnen, es löst sich auch auf, aber dieser Punkt ist natürlich schon noch da, weil es darum geht, deinen eigenen Tempel, deiner eigenen Wahrheit zu eröffnen. Was willst du leben? Wohin willst du hin? Was ist dein Lebenssinn? Wie stellst du dir Leben, Liebe, Partnerschaft, Business, ja, dich in Verbindungen mit Freunden, mit Familien und, wie stellst du dir das vor, ja, schenk dir das selbst, dein eigenes Ohr, und trau dich, deine Wünsche wirklich groß werden zu lassen, wie einen wunderschönen Baum. Geh in Verbindung mit dir, geh in Verbindung mit deinen Wünschen und erlaub dir zu glauben, dass es nicht nur darum geht, dass man Wünsche träumen muss, ja, sondern es geht darum, diese Wünsche, diese Träume auch wirklich zu erleben. Und das ist genau dieser Genuss in diesem Leben, wo sich deine Seele hinsehnt. Wir haben die Sehnsucht hier drinnen und die klare Entscheidung zu der Synergie. Auch haben wir aber hier die Partnerschaft mit drinnen. Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass hier auch Begierde im Spiel ist, weil wir haben die Flammen der Begierde. Lass sie in einem hellen Licht erstrahlen und meide dunkle Wege. Und wenn wir eben unseren Fokus nicht auf das legen, was wir wirklich wollen, ja, das, da kann ich auch ein Liedchen davon singen, das habe ich auch schon hinter mir, also es ist jetzt nichts, wo man sich genieren müsste dafür, ja, sondern manchmal haben wir einfach auch Fehlleitungen drinnen, und dann kommt es vor, dass wir an andere Personen, ob das jetzt der Partner ist, ob das die Familie ist, ob das das Kind ist, ob das egal, der Chef ist oder was auch immer, wenn wir da so eigentlich unsere Macht abgeben, ja, unsere Sehnsucht hineinhängen, aber irgendwie dadurch die Zügel aus der Hand legen, dann ist es nicht der Lebenssinn-Moment, da ist es gerade abgegangen, und den es hier geht. So, machen wir das jetzt noch einmal. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit der Aufnahme, sonst muss ich nämlich ein Bildchen machen, dass das dann funktioniert. Ich hoffe, das Video wird jetzt gehen. Also, es geht nicht darum, unsere Begierde, unsere Lust, unsere Freude abhängig zu machen von anderen, sondern als in einer unabhängigen, wunderschönen Geschichte für uns zu sehen, wo wir ja sowieso andere dann ins Feld ziehen oder die Leute ins Feld ziehen, die wir haben mögen, nur in einer anderen Fasson. Ja, weil wenn wir noch eine Abhängigkeit drinnen haben, dann haben wir wahrscheinlich auch eine Frequenz, die das eben, die dem widerspricht, wo wir was gespielt bekommen durch die andere Person oder was auch immer, ja, Situation. Und das wollen wir ja nicht. Ja. Und hier geht es jetzt wirklich einmal darum, bei dir genau drauf zu stellen, drauf zu schauen und dich aufzustellen, ja, was willst du jetzt wirklich erleben? Bleib dir selbst treu und glaube an deinen Ursprung, glaube an dein Licht, glaube an deine Verbindung und glaube an dich, denn weniger brauchst du nicht, ja, und mehr aber an der Stelle auch nicht, ja. Es geht wirklich darum, hier jetzt deine Balance und deine Synergie für dich zu finden, dass alles, was du dir wünschst, zu dir kommen kann und wird, weil du es willst, nämlich auch, ja, aber auf eine andere Ebene, als ich glaube, dass es da jetzt war, weil wir haben hier die Gefühle, wir haben hier die Einsamkeit drinnen liegen, wo für mich der Fluss noch nicht ganz drinnen ist, ja, wir haben das Gesetz der Polarität, mit dem können wir spielen, ja, also sowohl der eine Teil ist vorhanden, als auch der andere, ja, was ist die Gegenseite von, und wenn du jetzt hineinspürst und wenn du jetzt merkst, ich habe hier wirklich Einsamkeit, ich habe hier wirklich Kummer noch, ich habe hier wirklich die Sehnsucht nach jemandem oder einer Situation, ja, was passiert, wenn du dort Liebe
Liebe hineinfließen lässt und dir erlaubst, aus dieser Traurigkeit, aus diesem Kummer, aus dieser Sorge einfach mal auszusteigen, es als ja, altes Schwingungsfeld bei dir wahrzunehmen und das einmal aufzufüllen mit deiner Essenz, mit deinem Licht. Ja, ich habe jeden zweiten, ich werde das jetzt jedes zweite Monat machen, weil ich dazwischen auch ein bisschen auf YouTube live gehen will. Ich will so eine Kombination machen, denn YouTube Lives sind für mich einfach nicht so, ist nicht so greifbar wie jetzt in Zoom über meinen Member-Bereich. Das hast du unten alles in den Kontaktdaten. Ja? Und dort gehen wir genau dort hinein. Ja? Das heißt, am 28. Juli wird wieder so ein Feld offen sein, wo wir schauen, was hast du für Themen überhaupt. Da schauen wir auch ein bisschen hinein in Human Design, in die psychologische Numerologie. Da spielen wir ein bisschen. Das wird der erste Auflockerungsteil sein quasi. Und dann gehen wir aber auch in den eigenen Kanal ins Schwingungsfeld und spielen uns ein bisschen mit den Gesetzen. Alle, die mein Buch schon haben, die wissen das, wie ich das mache, wie ich das meine. Und so, diese Aufnahme funktioniert nicht, ihr Lieben. Ich werde euch da jetzt ein Foto machen davon und stelle das dann mit hinein. Musst du mich einfach so genießen. Nein, großartig, ja. Also, da gehen wir einfach tiefer ins Eingemachte hinein, weil ich möchte auch, dass wenn man dann zu mir in die Mentorings hineinkommt oder wenn man bei mir eine Ausbildung macht, dass wir uns vorher schon ein bisschen kennengelernt haben. Es ist kein Zwang, es ist kein Muss, du kannst auch so hinein, aber ich schaue immer mit Erstgesprächen und, ne, dass man da auch schon in eine andere Energie hineinkommt. Und je geiler man startet, je klarer man startet, umso kraftvoller ist es natürlich dann auch, ja, in einer absehbaren, geilen Zeit. Ja, und genau das haben wir. Du bist jetzt so weit, dass du hier in die Heilung gehst und wir schauen uns das gleich an, warum ich auch zur Partnerschaft gekommen bin. Ja, weil wir hier die männliche Energie und die weibliche Energie aber noch in ein bisschen einen Spiegel, in einen Kampfmodus haben. Das kann jetzt aber auch sein, dass dein Nehmen, Annehmen und also Empfangen und Geben, Umsetzensenergie, dass da ein bisschen etwas drinnen ist, was noch nicht mit deinen Wünschen, mit deiner Liebe verbunden fließt, wo da die Einheit nicht in dir fließt. Gut möglich, ja, kann sich aber natürlich auch im Außen in den Partnerschaften zeigen. Da schaust du jetzt am besten hin. Ich habe hier verschiedene unterschiedliche Geschichten, wir sind aber hier auch im Kollektiv, ja. Und das kommt aber jetzt in die Heilung, indem du dir dessen bewusst wirst, indem du dir das einmal jetzt klar anschaust und indem du dir jetzt anschaust, will ich das? Ist das wirklich das, was mir entspricht? Oder habe ich da vielleicht einen alten Pfad für mich eingenommen? Bin ich da vielleicht in einer alten Energie drinnen, die mir noch suggeriert, dass ich da oder da was brauche und bin da selbst noch nicht rausgekommen und darf jetzt aber ganz klar eine Entscheidung für mich treffen. Und das ist genau das, was dich jetzt unterstützt, dass dieser Zyklus also beendet wird und dieser Trauerzyklus, ja, unterbunden wird, um deine Kraft wirklich zu schöpfen, um jetzt wirklich in deine Seelenessenz hineinzukommen, um deine Seelenwahrheit jetzt wirklich zu empfangen, anzunehmen, weil irgendwie erkennst du, da war irgendeine Struktur und ich nehme an, das ist mit der Vaterlinie oder mit der männlichen Linie aus der Mutterahnenreihe, auch da, ich glaube, da kommt eher Vaterlinie, ja, da ist irgendwo, ist da ein Wissen verstrickt, ja, irgendwas war da nicht richtig, das ist das Wissen auf der Schattenseite hier, ja. Weil du schaust jetzt zu dir und das ist dieser Shift, der jetzt passiert, was herausgeht, sind diese Mangelillusionen. Wunderschön. Ich habe es jetzt eh quasi schon alles in einem, da brauche ich gar nicht mehr viel dazu sagen, weil das ist jetzt wirklich das, was hier jetzt schon durchgekommen ist. Und was ganz wichtig ist, das, was von deinem Unterbewussten heraufströmt, ist, du bist die Schöpferin, du bist das kleine Ich bin ich, du bist dieses wunderschöne, unschuldige, reine, tolle, verspielte Wesen, was jetzt seine Erfüllung will. Und das, was hier noch nicht zur Reife ausgelernt oder integriert wurde in deinem System ist, dass es immer eine Chance gibt zu gewinnen, dass es immer eine Chance gibt für Erfolg und zwar indem wir uns auf uns besinnen, indem wir es nicht anketten an jemanden anderen, sondern auf uns besinnen und wirklich den Weg gehen, wie wir ihn wollen. Ja, gerade in der Partnerschaft, ich sage es jetzt nochmal dazu, ich begleite ja ganz viele Damen oder habe ganz viel auch in 1-zu-1-Session Damen begleitet, die in Seelenpartnergeschichten drinnen gesteckt sind und immer noch, auch mit meinen Mentorings ist es ein Thema, was vorherrschend ist, auch immer mal wieder, kurzfristig zumindest, wo Dinge noch nicht verstanden wurden. Nämlich, weil man mit der Sehnsucht festgehalten hat an etwas, was im Moment gar nicht ist.
Ne? Man hat vielleicht mal was kurz erfahren, man hat vielleicht eine Verbindung gespürt, aber wenn man in die jetzige Situation hinschaut, ist das so nicht. Weil egal, ob der sich dann umdreht oder die sich umdreht und plötzlich nicht mehr antwortet oder sonst irgendwelche Dinge passieren, irgendwas stößt dich ja in einen Kummer, irgendwas stößt dich ja in einen Zustand, der für dich nicht stimmig ist, ja, oder es entscheidet sich, wer nicht für dich oder eiert herum oder die Kommunikation läuft schief, ja, oder du musst immer wieder zurückstecken. Du bist immer für andere da, ja, völlig egal. Und Seelenpartner heißt nicht immer nur, dass es der Partner sein muss, können auch andere Menschen sein, ja. Und da ist es ganz, 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 ganz wichtig, aber gerade auch in der Liebe, dass wir wirklich drauf schauen, wo bin ich? Stelle ich mich da gerade unten drunter, ja, oder stelle ich mich wirklich gerade auf und weiß ich wirklich, was mir entspricht? Und danach entscheide ich mich auch, weil wenn es mir nicht entspricht, muss ich immer einen Kompromiss eingehen und dann ist die Frage, geht dann mein Plan auf, ja? Und hier geht wirklich dieses, entscheide dich für dich und hab den Mut zu wissen, dass du richtig bist, ja? Und dass deine Wünsche zählen. Und das heißt, wenn du für dich gehst, und ich sehe das seit Jahren in meinen Mentorings, bitte, ja? Wenn man sich dann wirklich traut zu springen und mit mir geht man dann und springt dann auch, ja? Kommt man in diesen Zustand, wo man wirklich merkt, okay, wenn ich springe, es passiert nichts. Nicht das zumindest, also es passiert viel, aber es passiert nicht das, was man so Angst gehabt hat, dass man versagt, dass man verliert und. Ganz im Gegenteil, ja? Aber diesen Mut einmal aufzubringen und diese Strukturen, diese alten Ängste hinter sich zu lassen, darum geht's. Und da hilft dir dieser Fokus auf das Ich bin ich und ich gewinne. Ja, ich gewinne tatsächlich auch ein erfülltes und wunderschönes Leben. Ja, und genau das ist das, was dir bewusst ist, weil du willst diese Seelenenergie, du willst diese Synergie, aber in einer lichtvollen, wunderschönen Form. Ja, wo du wirklich an erster Stelle stehst und dich wirklich nach deinem Inneren bewegst. Und ja, das geht auch in der heutigen Zeit. Moment. Und dein nächster Schritt ist, dass du jetzt hier wirklich erkennst, es ist jetzt die Zeit, du bist soweit, ja? Endlich diese Unruhen, diese Gedankengeschichten, dieses Karussell auf und abfahren, diese Unruhe, die vielleicht auch von außen immer wieder hineinkommt und dich dann irgendwie unruhig macht innerlich, ja? Das jetzt einmal abzuschneiden und zu sagen, okay, Moment, stopp. Ja, ich weiß, um was es jetzt für mich geht. Und jetzt die Früchte aus deiner Arbeit zu tragen, ja, indem du wirklich sagst, okay, was habe ich daraus gelernt? Was habe ich jetzt schon für mich bewegt? Und da jetzt einfach zu bleiben, ja, weil wir haben jetzt hier wirklich dieses Masken, dieser Fokus noch, der immer wieder abtaucht, der einfach noch nicht geschalten ist aufgrund von alten Rollenbildern, aufgrund von Masken, die du noch trägst, ne? Manche sagen, ja, mir geht's gut, es ist alles in Ordnung, alles ist super toll, ja, und zu Hause weinen sie, sind unglücklich, sind einsam, sind trauriger, fühlen sich nicht geliebt, nicht wertgeschätzt, erfahren sich nicht so, wie sie es wirklich wollen, haben aber nach außen eine unglaubliche Stärke. Ja? Und, oder es fällt anderen einfach nicht auf, obwohl sie vielleicht, na, ich sage das immer wieder, ich habe bei Freundinnen damals, schon früh habe ich gesehen, zum Beispiel magersüchtige Mädchen, denen es gar nicht gut gegangen ist, zwei hatte ich davon, denen es wirklich nicht gut gegangen. Und leider Gottes, ja, war das einfach, wenn sie nach außen gegangen sind mit Fotos dann, wo sie sich posiert haben, haben sie dort bei diesen Fotos, wo du ganz offensichtlich gesehen hast eigentlich, wenn du feinfühlig warst, diesen Menschen geht es nicht gut, haben sie die meisten Likes bekommen. Und wenn da irgendwo noch so Strukturen drinnen sind, selbst wenn du nach außen hin gar nicht so mega stark bist, ja, sondern dir von außen gespiegelt wird, dass man dich nicht sieht, das ist natürlich eine sehr, sehr schmerzhafte Geschichte, ja. Und da geht es jetzt darum, wirklich mal für dich hinzuschauen und zu sagen, okay, Moment, ich bin ein Geschenk, ich bin die Schöpfung meines Lebens, ja, und ich darf jetzt wirklich auch meinen Fokus auf Geschenke, auf schöne Erlebnisse, auf schöne Begegnungen legen, die mir wirklich Kraft geben, die mir wirklich, wo ich aufatmen kann, wo ich nicht Tankstelle bin für alle anderen, sondern wo ich wirklich bei mir ankommen kann, um mich wieder gleich mal selbst wieder zu erleben. Und genau das ist es, um was es jetzt geht. Und darin ist der Sinn in diesem Licht- und Schattenspiel, das ist das, was dir der Rat der Hohepriesterin hier rät, hier wirklich nicht zu viel Sinn zu suchen in den Schatten oder nicht zu viel nachzugrübeln, um was es da geht. Ja, du musst nicht alles wissen, um was es geht. Hauptsache ist, dass du dein Herz wieder öffnest und dich wieder nach deinem Erblühen ausstreckst und dich verbindest mit deinem
Wer bin ich? Was will ich im Leben? Du darfst. Es ist nicht egoistisch, ja, auf sich zu schauen. Es ist nicht narzisstisch, ja, auch bei sich zu bleiben und auf seinen Raum einfach zu vertrauen. Sondern das ist ein ganz ein wichtiger Punkt hier auf dieser Erde, dass wir uns auch selbst, ja, erfahren. Ja, deswegen auch selbstwärts, nicht immer aufwärts, abwärts, rückwärts, seitwärts, ja, irgendwo immer irgendwie wärts, aber nicht selbstwärts. Dieses Wort gibt es gar nicht wirklich. Ja, deswegen selbstwärts, ja, dich selbst wieder an die erste Stelle zu stellen und dir selbst wieder zu vertrauen und jetzt aufzutauen und deinen Fokus wirklich wieder nach dem zu lenken, was dir wirklich gefällt. Ja, was ist deine Welt, du lieber Zwilling? Und das kreierst du dir jetzt so, wie es dir gefällt. Bis dann. Baba.